und sie liegt in einem silbernen Sarg auf einem Tisch. Ihr Körper ist unter den Blumen verborgen. Silberleuchten und ein kleiner Hocker stehen am Kopf des Tisches. Sascha hat einen Schokoriegel in seiner Hand und eilt zu seiner Mutter, um ihn mit ihr zu teilen. Aber die Mutter öffnet den Mund nicht. 2 Jahre später starb der Vater an Tuberkulose. Eine Tante nahm die Schwester Nadja zu sich, eine andere Tante den kleinen Sascha. Man versicherte ihm, dass seine Schwester Nadja gestorben sei. Das Gleiche wurde auch Nadja über ihren Bruder Sascha gesagt. Jahre später entdeckte Alexander zufällig in der Zeitschrift Theater und Kunst die Erwähnung von einer Nadjeschta Wertinskaja. Darauf schrieb er ihr und es stellte sich heraus, dass es seine Schwester ist. Die bizarren, unglaublichen Dinge führten das Leben von Alexander Wertinsky. Unehelich wurde er geboren, weil die erste Frau seines Vaters sich nicht scheiden ließ. Also musste er, der Vater, seine eigenen Kinder, Nadja und Sascha, adoptieren. Von Anfang an hat das Leben für Alexander viel zu viele Fragen unbeantwortet gelassen. Und er suchte und fand die Antworten in der Fantasie. Er schuf sein eigenes Theater mit vielen Figuren, von denen jeder er selber war. Das Theater war für Wertinsky seit seinen gymnasialen Jahren zu einer manischen Leidenschaft geworden. Mit allen Mitteln versuchte er, zu den Aufführungen von Theatern, Opern, Konzerten zu gehen, übernahm auch ohne Gage Statistenrollen. Und um ein wenig Geld fürs Leben zu verdienen, schrieb er Theaterkritiken, arbeitete als Korrektor in einer Druckerei, verkaufte Postkarten, lud Wassermelonen auf Lastkähne. Mit anderen Worten, war für jede Tätigkeit zu haben. Er war 22 Jahre alt, als seine ersten Geschichten in dekadenter Stimmung in den Kiewer Zeitschriften erschienen waren. Seine Freizeit verbrachte Wertinsky in Kellerlokalen, die Lieblingsorte der Kiewer Bohemen, bei billigem Wein und Käse. Er trug einen gebrauchten, auf dem Flohmarkt gekauften Frack mit einer frischen Blume im Knopfloch. Mit einem arroganten Blick versprühte er vorgefasste Aphorismen. So prägte er sich seiner Umgebung als ein großes Original ein. Doch er verstand es sehr wohl, dass es so nicht ewig weitergehen konnte. Und nachdem er 25 Rubel gesperrt hatte und einen Begleiter mit einer Theatergarderobe gefunden hatte, ohne eigene Kostüme, nahmen damals keine Statisten im Theater auf, zog Wertinsky nach Moskau. Hier spielte er kleine Rollen an den Laientheatern. Die Gage war ein Teller Borsch oder ein Schnitzel. Er trat im Theater der Miniaturen auf, übernahm jede Filmrolle, versuchte in das berühmte Moskauer Künstlertheater aufgenommen zu werden. Doch von Stanislavski persönlich wurde er wegen seinem abgelehnt. Es war die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Die künstlerischen Kreise in Moskau und in vielen anderen europäischen Hauptstädten waren dem Kokain verfallen. Der Erste Weltkrieg half Wertinsky, seine Kokainabhängigkeit zu bewältigen. Seine Schwester Nadja starb angeblich an einer Überdosis Kokain. In seiner Kokainperiode schrieb er ein Lied über ein weibliches Kokainopfer. Was meinst du hier, einsames, dummes Mädchen? In Moskaus nassen Boulevards durchs Kokain fertig gemacht? Ihr dünner Hals ist kaum von einem Kragen bedeckt, der so nass und lächerlich scheint wie sie. Man hat sie schon vergiftet und ich weiß, wenn man sie ruft, ist sie zu allem bereit. Und wenn das Leben sie auf dieser Bank verlässt, ihre lila Leiche wird die Dunkelheit wie ein Leichentuch
einwickeln. Also weinen Sie nicht, es ist nicht wert, mein einsames Kind. Wickeln Sie sich lieber besser in Ihren Mantel und gehen Sie dahin, wo Sie niemand fragt, wer Sie sind. Svetlana Brandetska in Begleitung von Jekaterina Medvedeva singt dieses Lied. Kokainetka. Unter dem Namen Bruder Pierrot schrieb Wirtetsky sich in einen Sanitätszug ein, der von Moskau zu Front und zurückfuhr. Fast 2 Jahre lang hatte er Kriegsverwundete versorgt, Briefe von Angehörigen vorgelesen und in Lazaretten gesungen. In Moskau 1915 trat Wirtetsky mit seiner eigenen Nummer, Pierrot Arietki, ein Liedchen von Pierrot im Theater der Miniaturen auf. Ein großer junger Mann erschien im Mondlicht auf der Bühne. Der Hintergrund war ein schwarzer Vorhang, ein knallroter Mund, große Augen umgeben von Wimperntusch. Und traurig hochgezogene gemalte Augenbrauen hoben sich deutlich von seinem weiß geschminkten Gesicht ab. Nachdem das Klavier hineingeschoben wurde, winkte der junge Mann mit den Händen und begann leise zu singen. Und der traurige Pierrot Wirtinskis wurde plötzlich zu einer Sensation. Es gelang ihm, das Unmögliche möglich zu machen. All diese Exoten der Boheme, all diese kleinen kreolischen, dunkelhäutigen Prinzen von den Antillen, den chinesischen Lis und die violetten Schwarzen, brachte er zum Ausdruck in seiner einsamen und wehrlosen Seele. Ein ironisches Spiel mit kulturellen Symbolen als eine Offenbarung tiefer Traurigkeit. So wurde ein Sänger ohne herausragende Gesangsstimme. Ein Komponist, der keine Noten kannte. Ein Schauspieler mit einem Sprachfehler.
zu einem russlandweiten Idol. Seine Schallplatten wurden in großen Auflagen produziert und die eindrucksvollsten seiner Liedchen brachten Studentinnen in allen Ecken Russlands mit. Seine Gastspiele und Benefizveranstaltungen begannen. Vor einem schwärmenden Publikum musste er oft durch die Hintertür fliehen. Es regnete Angebote von Filmproduktionen. Die Popularität von Wertinskis Pierrot-Maske wurde so groß, dass man Alexander Kerensky, der nach der Abdankung des Zaren im Februar 1917 das Regieren in Russland übernommen hatte, als traurigen Pierrot der russischen Revolution bezeichnet hatte. Auch Alexander Wertinsky verband mit der Februarrevolution, wie die überwältigende Mehrheit der Vertreter der russischen Intelligenz, die Hoffnung auf Erneuerung und Umwälzung in der russischen Gesellschaft. Doch der Oktoberputsch machte alle nüchtern. Von den Bolschewiki wurden die jungen Kadetten, die 14 bis 17 Jahre alt waren, getötet. Beeindruckt vom Tod der jungen Kadetten der Moskauer Junker, schrieb Wertinsky sein berühmtes Lied zur Erinnerung an die Junker. Das Lied wurde zu einer echten Hymne der Weißen Garde. Damit gingen russische Offiziere und Junker in die Schlacht und starben. Es gibt ein Gerücht, nachdem Wertinsky zu CK, der bolschewistischen Geheimpolizei, gerufen wurde, um eine Erklärung zu diesem kontrrevolutionären Lied zu geben. Der Künstler war empört und soll gesagt haben, sie können mir nicht verbieten, mit diesen jungen Soldaten Mitleid zu haben. Und man antwortete ihm angeblich, wenn wir wollen, können wir ihnen sogar das Atmen verbieten. Sergei Ivanov singt für uns dieses berühmte Lied. Ich weiß nicht, warum und wer es braucht, dass man diese Knaben ohne zu zögern in den Tod geschickt hat. So gnadenlos, so böse und so unnötig schickt man sie in die ewige Ruhe. Die vorsichtigen Zuschauer hüllten sich schweigend in ihren Pelzmänteln und eine Frau mit verzerrtem Gesicht küsste den Toten auf seine blauen Lippen und warf dem Priester ihr Ehering zu. Aber niemand dachte daran, sich niederzuknien und diesen Jungs zu sagen, dass in einem unwürdigen Land sogar glorreiche Taten sind, die nur Schritte zu den endlosen Abgründen des nie kommenden Frühlings. Не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно, опустили их в вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы. Какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника, посиневшие губы, и швырнула священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью, пошли по домам под шумом толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени сказать этим мальчикам,
странной стране, даже светлые подвиги — это только ступени бесконечной пропасти, безысходной весне. Послал их на смерть, не дрожавший рукой. Только так беспощадно, так зло и не нужно. Опустили их вечный покой. Опустили их вечный покой. Опустили. Von Wertinskis kann auch dieses Verhör bei der Chikane nicht durch Dokumente bewiesen werden. Aber die Tatsache bleibt, dass mit der Weißen Armee, die sich während des Bürgerkriegs in den Süden zurückzog, viele Künstler und auch Wertinski angeschlossen hat. Man glaubte an den Sieg der Weißen Armee. Aber wie wir wissen, kam es anders. Im Jahr 1920 verließ Wertinski auf dem Dampfer Großherzog Alexander Michailowitsch Russland. Die ganze 23 Jahre lang ging er ins Exil. Seine Odyssee begann in Konstantinopel, wo er für die Einwanderer aus verschiedenen Ländern Zigeunerromanzen sang und einen griechischen Pass auf den Namen Alexander Dattidis besaß. Der Wirbelwind, der Abenteurer Wertinski, verbrachte Jahre in Rumänien, Polen, Deutschland, Österreich, Ungarn, Palästina, Ägypten, Libyen, Frankreich, USA und so weiter und so fort. Vorstellungen in Restaurants und Tavernen, zwischen warmen Gerichten und Nachspeisen, in den Musikhallen und Luxushotels für die Könige Gustav von Schweden, Alfons von Spanien, den Prince of Wales und für die Reichen, die Vanderbilts und die Rothschilds. In Bessarabien wurde er unter Anklage wegen pro-sowjetischer Propaganda mit dem Lied in der moldauischen Steppe verhaftet. Vor allem wegen den Zeilen »Oh, wie süß, wie schmerzhaft durch Tränen, wenigstens einmal das Heimatland zu sehen.« Natürlich sah man die Intrigen der sowjetischen Geheimpolizei in Wertinskis Text. Er wurde verdächtigt, für den sowjetischen Geheimdienst zu spionieren. Aber damals in Bessarabien, das Königreich Rumänien, komponierte Wertinski ein Lied, das bis zum heutigen Tag zu den populärsten Liedern aus seinem Repertoire gehört. Tango Magnolia. In Bananen, Zitronen, Singapur, in Stürmen, wenn der Ozean singt und weint und in dem blendenden Azurblau fliegt die Vogelskarawane. Dort, in den Minuten, wenn ihr Herz still ist, werden sie von der Sehnsucht heimgesucht und sanft erinnern sie sich an den anderen Himmel, an den anderen Mai, an mich, an meine Worte und meine Küsse. Du weinst, Yvette, dass unser Lied zu Ende ist und dem Herzen wird kalt. Ohne die feurige Liebe. Du weinst, Yvette, bei dem Gesang des Papageien, wie eine wilde Magnolie in voller Blüte. Und unser Sommer bleibt nur in deinen Träumen. Svetlana Pandetska in Begleitung von Ekaterina Medvedeva singt es für uns. Thank you.
Über 20 Jahre lang sang Wertinsky nur auf Russisch. Für sein geliebtes Frankreich machte er eine Ausnahme und sang mehrere Lieder auf Französisch. Sein Hauptpublikum waren natürlich die russischen Emigranten. Für sie war der traurige Pierrot ein Symbol für die verlorene Heimat. Nach mehreren erfolgreichen Tourneen im Nahen Osten folgte Wertinsky seinem Publikum, wohlhabenden russischen Emigranten, in die Vereinigten Staaten. Dort trat er sehr oft auf. Im Publikum saßen gelegentlich auch Rachmaninow, Schalapin, auch Marlene Dietrich. Ende 1935 kam Alexander Wertinsky nach China. In Shanghai und Harbin gab es eine recht große russische Diaspora. Harbin war überhaupt eine russische Stadt. Ja. Jedenfalls von den Russen gegründet. In Shanghai gab der Künstler 20 ausverkaufte Konzerte. Selbst für den legendären russischen Bassförderer Schalapin konnte man hier nur 2 Vorstellungen organisieren. Wertinsky plante nach einiger Zeit nach Europa zurückzukehren. Plötzlich wurde er 1937, ohne dass er das wollte, in die UdSSR eingeladen. Bereits Anfang der 20er Jahre beantragte er über das sowjetische Konsulat nach Russland zurückzukehren. Er erhielt stets eine Absage. Jetzt hatte sich der Wind gedreht. Auf jeden Fall blieb er in China, um auf seine Papiere für die Rückkehr zu warten. 5 Jahre hat dieses Warten gedauert. Was veranlasste Stalin, den Sänger zu erlauben, zurückzukommen? Es wurde gesagt, dass der Vater aller Völker, der Stalin, während seiner Ruhezeiten gerne die Liedchen von Bruder Pierrot hörte. Insbesondere das Lied »Mein Stern«, auf dem Text von Innocenti Anensky. Übrigens, im Russischen der Stern Zvezda ist weiblich, also die Stern. Unter den Welten im Sternenhimmel wiederhole ich den Namen eines Sterns. Nicht, weil ich ihn liebte, sondern weil es mit den anderen dunkel ist. Und wenn es mir schwer ums Herz ist, dann suche ich bei ihm eine Antwort. Nicht wegen seines strahlenden Lichtes, sondern weil er kein Licht braucht. Dieses Lied singt für uns Sergei Iwanow.
Angeblich hatte Stalin auch den bekannten Satz gesagt: Lass den Künstler Wertinsky sein Leben in seiner Heimat zu Ende bringen. So oder so, aber die Rückkehr der weltberühmten Nachtigall der weißen Emigration, wie man Wertinsky inzwischen nannte, war für das Sowjetregime ideologisch vom Vorteil. Im Jahr 1943 landeten die alliierten Truppen in der Normandie und entlasteten dadurch die Sowjetarmee an der Ostfront. Und in Russland begann für kurze Zeit ein ideologisches Tauwetter. Wertinsky sprach darüber, dass er zurückgekommen will, um über die Leiden der Emigration zu erzählen und das Mutterland mit ihr zu versöhnen. Vielleicht meinte er das 1934 in Paris entstandenes Lied »Der gelbe Engel«, »Jante Angel«, hilft ihm dabei. In Pariser Kneipen, im billigen Elektroparadies, singe ich die ganze Nacht den feiernden Leuten meine Klagelieder vor. Die Jazzbands spielen, die Leute tanzen und feiern das Weihnachtsfest. Und ich, sturzbesoffen, verführe alle zu Ozeanreisen und streue Blumen in ihre Champagnergläser. Und wenn der Morgen kommt, bin ich ein müder Clown. Krumm und betrunken schlief ich am Klavier ein. Als die Glocken schlagen, gehen Musiker und die Kerzen am Weihnachtsbaum löscht der Diener aus. Es ist still und plötzlich sprang von einem Weihnachtsbaum ein gelber Engel und sagte: Maestro, Sie sind müde, Sie sind krank. Man sagt, dass Sie in Bordellen nachts Tango singen. Sogar bei uns im Himmel waren alle überrascht. Seine bitteren Worte rührten mich zu Tränen, die ich mit meinem Frack abwischte. Tränen Schmerzes und Schande. Und hoch im blauen Himmel brannte Gottes Kerzen aus und der traurige gelbe Engel leise verschwand ohne Spur. Svetlana Brandetska in Begleitung von Jekaterina Medvedeva singt dieses Lied für uns. Я приду в Ливан.
Am Frühmorgen des 4. November 1943 verließ der Künstler auf den Dampfer ist mir nicht bekannt, Shanghai. Er war 54 Jahre alt. Mit ihm zusammen ging nach Russland seine 20-jährige Frau Lida, ihre Mutter und seine 3 Monate alte Tochter Marianne. Tatjana erzählte eine Geschichte. Angeblich sollte der Wertinski, als er abgestiegen ist in Russland, gesagt haben, ich erkenne mein Land nicht wieder. Dann kniete er, drehte sich um und sieht, dass seine Koffer nicht da sind. Die Geschichte kommt noch. Die kommt. Ja, gut. Ich dachte, das war die Tatjana. Nein, das war ich. Wir haben eine Probe. Das war der Michael. Genau. Also die Marianne, Lida war eine Georgierin. Als Tochter russischer Immigranten war sie in China geboren. Mit 17 Jahren begegnete sie dem 15-jährigen Künstler Alexander Wertinski. 1942 heiraten sie. 15 Jahre führen sie eine glückliche Ehe. Nach der Tochter Marianna kam in Moskau die Tochter Anastasia zur Welt. Beide Töchter wurden in der Sowjetunion zu Filmstars. Auch Lydia, die eigentlich als Malerin gearbeitet hat, drehte 5 Filme. Nach dem Tod ihres berühmten Mannes hat sie nicht mehr geheiratet und kümmerte sich um ihre Familie. Sie starb 2013. Auf dem Sterbebett hörte sie das Lied ihres Mannes, ihre Hände duften nach Weihrauch. Das er der Königin der russischen Stummfilms Vera Halovna gewidmet hatte. Dieses Lied singt jetzt Sergei Ivanov. Ihre Hände duften nach Weihrauch und Trauer schläft in den Wimpern. Jetzt brauchen sie nichts und nichts bedauern sie jetzt. Und wenn sie einst als Frühlingsbote in die Ferne gehen werden, der Herr selbst bringt sie direkt über die weiße Leiter in das Paradies. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в реснице спит печаль. Ничего тебе не надо, никого тебе не жаль. И когда весенней лестницей вы пойдете в дальний край, сам Господь по белой лестнице поведет нас в светлый рай. Тихо шепчет дьякон сетенькой, за поклон бьет поклон, и метет бородкой реденькой вековую пыль с икон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо, никого теперь не жаль. Ничего теперь не надо, никого. Die Notwendigkeit, die Familie zu unterhalten, war nicht der letzte Grund, warum Wertinski sich entschied, in seine Heimat zurückzukehren. Es herrschte Krieg, die Inflation war grausam, ausländische Büros in China wurden geschlossen und russische Emigranten flohen vor der japanischen Besatzung. Es wurde schwieriger, Auftritte zu organisieren.
Wertinski begann riskante finanzielle Abenteuer, die aber keinen Erfolg hatten. Man erzählte er sich, dass er 5 Flaschen Wodka gekauft hatte, am Vorabend der Geburt seines Kindes. Nach dem Preisanstieg verkaufte er sie wieder, so konnte er die Rechnung für die Entbindung bezahlen. Über seine Rückkehr gab es zahlreiche Witze. Ein Witz, und der kommt jetzt, erzählte, wie der in der UdSSR angekommene Wertinski das Auto mit 2 Koffern verlässt, die Erde küsste und sich umschaute. Ich erkenne mein Russland nicht wieder. Я не узнаю Россию. Beim Umdrehen sah er, dass die Koffer gestohlen waren. Darauf ruft der Künstler aus: Ah, ich erkenne dich wieder, mein Russland! Я узнаю Россию. Der Künstler wurde von den sowjetischen Behörden sehr gut empfangen. Zuerst wohnte er mit seiner Familie in dem besten Hotel Moskaus Metropol. Später erhielt er eine große Wohnung im Zentrum der Stadt. Es regnete wieder Filmangebote und er gab seine Konzerte wieder. Die erste sowjetische Filmrolle von Wertinski war Kardinal Birnich in Michail Kalatasows Film Verschwörung der Verdammten. Der Künstler spielte einen verfeinerten, liebenswürdigen Patrizier mit Spuren des frühen Don Juan. So sollte der echte Feind des Sowjetregimes aussehen. Gebildet, gut erzogen, faszinierend in seinem Glanz. Nur solche Personen können Pläne für einen Staatsstreich planen und ausführen. Der Stalin-Preis für diese Rolle des Kardinals, den er 1941 bekommen hatte, war die höchste Auszeichnung in dieser Zeit. Und es zeigte, dass eine solche Interpretation Zustimmung der Machthabenden fand. Der große Erfolg und die Anerkennung bekam Wertinski in der Rolle des Fürsten in der Verfilmung von Anton Tschechows Anna am Halse. Überhaupt, seine Erscheinung auf der Leinwand brachte das Stück des zaristischen Russlands wieder und belegte im Film den Schick edler Treffen und der Bäbe am Ofen. Doch das Leben von Wertinski in der Sowjetunion war alles andere als rosig. Von mehr als 100 Liedern des Künstlers wurden nicht mehr als 30 erlaubt. Die einzige Schallplatte zu Lebzeiten wurde 1944 veröffentlicht. Über Konzerte stand keine einzige Zeile in der sowjetischen Presse. Ich existiere wie ein Bordell, witzelte Wertinski bitter. Alle gehen hin, aber in der Gesellschaft schweigt man davon. Von der Emigration zurück kam Wertinski mit fast leeren Taschen und er musste 2 Töchter, Frau und ihre Mutter versorgen. Die staatliche Konzertagentur bot ihm 20 bis 25 Konzerte pro Monat im ganzen Land an. Sie fanden in ungeheizten Konzerthallen statt mit nicht gestimmten Klavieren. Von Zentralasien bis nach Fernost. Wer das nicht weiß, sind etwa bis zu 8000 Kilometer. Zum Glück hatte er die Erfahrung der europäischen Kneipen, die ihm lehrten, unter allen Bedingungen zu arbeiten. Nach dem Abend können Sie hier die ganzen Fotos nochmal anschauen. Pierrot, die Rolle des Kardinals und auch Anna am Halse von Anton Tschechow. Hier sind die beiden Töchter, die, wie mir Tatjana versichert hat, beide Filmstars waren in der Sowjetunion. Und hier ist er noch im Alter mit seiner Frau, mit seiner jungen Frau. Also die Filmstars waren sie, das war auch meine erste Liebe. Ja. Die Kleinen. Die Tage vergehen, so heißt das Lied, oder hieß das Lied von Alexander Wertinski, das er 1932 schrieb. Wie viele anspruchsvolle Posen, wie viele gebrochene Rosen, wie viele Qualen, Flüche und Tränen. Wie banal die Trennungen sind und wie wir alle in unseren Gefühlen dumm sind
Und Liebe ist Gift und Liebe ist Hölle, wo unser Herz ewig brennt. Aber die Tage vergehen und wir werden älter, die Zeit heilt, heißt es, und nur Sehnsucht bleibt für immer. Wenn die Liebe geht, bleiben nur unsere zerschmetterten Gefühle zurück. Ach, wie haben wir uns dann selbst bemitleidet? Wie beschämend sind unsere Lügen, sie sind wie ein Messer in unserem Herzen. Niemand versteht es und niemandem darf man darüber erzählen. Es bleibt uns nur das Schweigen und die Tage vergehen. Svetlana Brandetska in Begleitung von Ekaterina Medvedeva singt uns dieses Lied. Volksschauspieler noch verdienter Künstler der Sowjetunion war, bezahlte man ihn zum niedrigsten Satz, obwohl seine Auftritte immer ausverkauft waren und eine Menge Geld eingenommen wurde.
Zusammen mit seinem Klavierbegleiter reiste er mehrmals durch das ganze Land und gab 3000 Konzerte. Er schrieb 2 Dutzend Gedichte und arbeitete an seinen Memoiren, die er leider nicht beendete. Wir haben aber heute bei uns im Saal einen Menschen, der das Glück hatte, das hat schon die Tatjana gesagt, Alexander Wertinsky persönlich zu kennen. Das ist der Dramaturg, Komponist, Regisseur und Schauspieler Alexander Merlin. Er wurde uns über seine Begegnung mit Wertinsky erzählen. Tatjana hilft uns bei der Übersetzung. Das Theater ist Strade in Leningrad. Also der Vater von Tatjana war am Konzert von Wertinsky. Ja. Он видел, какой пришел зритель. Они пришли все на его концерт, старомодные, одетые так, как когда-то они одевались. Вот я тоже был на его концертах, я видел этих людей, дамы в длинных юбках, вот такие перчатки, вот такие у них были с кружевом. Они пришли на Вертинского. Вот однажды... Сейчас мы перейдем. Тихо, дайте паузу. So, wie der Vater von Tatjana erzählt habe, hat er das zum ersten Mal das Publikum gesehen, das die Konzerte von Wertinsky besucht hat. Das war während des Krieges. Sie kamen in den Saal angezogen, so als ob es, was weiß ich, noch vor der Revolution war, mit ganz langen Kleidern, mit Handschuhen bis zum Ellbogen, mit Rüschchen und was auch immer. So hat man schon seit vielleicht 30 Jahre nicht mehr in Russland getragen. Genau. И вот однажды на концерте Вертинского они пришли, вот, а концерт почему-то задержался, не начинался. Кто-то спросил, почему концерт не начинается, кого мы ждем? А второй человек сказал, наверное, мы ждем царя. Auf einem Konzert gab es so einen Zwischenfall. Das heißt, das Konzert ist nicht pünktlich begonnen, man hat gewartet. Und irgendjemand im Publikum fragte, auf wen warten wir eigentlich? Und auch irgendjemand aus dem Publikum sagte, wir warten definitiv auf einen Zar. Вот я смотрю на портреты Александра Николаевича. Высмотрены эти портреты. Когда-то снимался. Это все было когда-то. А я с ним живым пил водку. Der Satz ist berühmt. Also, das heißt, das, was Sie da sehen, es ist unglaublich schön, aber das ist die Geschichte. Er persönlich hat mit dem lebendigen Wertinsky Wodka getrunken. Я демобилизовался из армии в 46-м году. И с трофейным аккордеоном японским поехал на гастроли по всей стране. И я оказался однажды в Смоленской филармонии, где давал Смоленске несколько своих каких-то скромных концертов. So, nach dem Krieg 1946 wurde er entlassen aus der Armee und ist nach Hause gekommen mit einem Akkordeon, ein japanischer Akkordeon, das war eine Sensation damals. Und mit diesem Akkordeon ist er durch Russland gereist und Konzerte gegeben. Und eines Tages ist er in Smolensk gelandet, wo er ein Konzert geben sollte. Wertinsky ездил по всей стране, по большим городам со своими прекрасными концертами. И так совпало, что он должен был приехать также в Смоленск. In diesem Jahr, also 46, ist der Wertinsky durch ganz Russland gereist und hat seine wunderbaren Konzerte gegeben. Und zufällig war er damals auch in Smolensk. Ja, und меня вызвал директор филармонии Николай Тихомиров,
директор Смоленской филармонии, и сказал: утром приезжает Вертинский, надо его встречать. Сказал, чтобы я его встретил, и администратор филармонии Алексей. Утром приехал Вертинский, начальник автогаража какого-то дал, это после войны машины трудно было хорошие достать, дал машину хорошую, и мы поехали встречать Вертинского на вокзал утром. So, eines Abends hat der Direktor von der Philharmonie, Nikolai Tichomirow, hat ihn bestellt zu sich und sagte, morgen kommt Wirtinski, man muss ihn abholen und du sollst es machen. Und dann wurde für die Abholung ein Auto organisiert. Das war unglaublich schwierig. 1946 gab es praktisch keine Autos und gute sowieso nicht. Man hat trotzdem ein gutes Auto gefunden und hat ihm zur Verfügung gestellt. Und mit diesem Auto hat er, sollte er den Wertinski abholen. Мы его привезли в гостиницу, где жил я тоже. В одной и той же гостинице, и мы даже почти рядом были наши номера. У него, конечно, люкс, я в скромном номере. Ресторан закрывался в 11 часов вечера, но Вертинский должен был поужинать в ресторане, поэтому директор ресторана, после того, как ушли все посетители, открыл этот ресторан специально для Вертинского. Das heißt, Sie haben es ja den Wirtinski ins Hotel gebracht, wo auch er wohnte. Ich glaube, in Smolensk damals gab es nur ein Hotel. Und Wirtinski hat ein Luxus bekommen, eher ein kleines Zimmer. Und alle Restaurants in Russland machen spätestens um 23 Uhr zu. Also, auch in Smolensk. Aber Wertinski sollte auch was zu Abendessen bekommen haben. Und nachdem das ganze Publikum aus dem Restaurant weg war, hat der Direktor vom Restaurant das Restaurant extra für Wertinski geöffnet. Mhm. Direktor Philharmonie не мог присутствовать. Он улетал в Москву на совещание в Министерство культуры. Директоров филармонии там собирали. Вертинский, я выглянул когда из своего номера, Александр Николаевич, его аккомпаниатор Михаил Брохес, они, значит, в ресторан шли, и он мне сказал: юноша, вы меня встречали, мне тогда 21 год был, юноша, вы меня встречали, пойдемте с нами ужинать, и пригласил меня в ресторан. So, ja, das, der Direktor von Philharmonie ist nach Moskau gereist zu irgendeiner Sitzung. Als er die Tür geöffnet hatte am Abend, sah er wie im Flur Wertinski mit seinem Klavierbegleiter, wie heißt der nochmal? Broches. Ging und Wertinski hat ihn bemerkt und hatte gesagt, junger Mann, Sie haben mich abgeholt, er war damals 21, kommen Sie mit, wir gehen jetzt zum Abendessen. Был сервирован столик, в ресторане никого не было, Вертинский, аккомпаниатор и я. Сервирован был столик, стояли тарелки, сосиски с капустой. Да, и Александр Николаевич сказал, говорит, это одно из моих любимых блюд, сосиски с капустой. Шеф-повар уже знал заранее, ему сказали, и вот сосиски. Ну, мы что? После первой рюмки Михаил Брохес сказал, я себя неважно чувствую, я плохо выспался, извините меня, я уйду. Он ушел, и мы с Александром Николаевичем остались вдвоем, в этом ресторане. So, Würstchen mit Kraut war sein Lieblingsessen. Das wusste auch der Chefkoch im Restaurant. Deswegen hat er das alles vorbereitet. Nach dem ersten Glas Wodka ist der Begleiter Michael Broches, hat sich entschuldigt. Er fühlte sich nicht wohl und ist gegangen. Also zu zweit blieben er und Wertinski. Alexander Nikolaevich говорит, ну,
юноша, он меня юношей на «вы», это был высокоинтеллигентный человек. Вот, ну, конечно, мой концерт на вас не произвел впечатления, вы очень молодой, мои песни, конечно, вам совершенно неинтересны. Я сказал: «Александр Николаевич, вы ошибаетесь, я знаю ваши песни». «Как это так?» Я говорю: «А я знаю. А давайте викторину. Вы начинайте, а я продолжу». So, der Wertinski hat ihn immer per Sie, also niemals geduzt, er war sehr gut erzogener Mensch, und hat ihn gefragt, junger Mann, er hat ihn auch junger Mann immer genannt, junger Mann, Sie haben jetzt mein Konzert gehört, aber wahrscheinlich wurden Sie gar nicht beeindruckt. Er sagte im Gegenteil: Ich kenne jede Ihre Lieder und falls Sie möchten, können wir das überprüfen, indem Sie das Lied beginnen und ich werde das Lied weiter singen. Тихо тянутся сонные дроги, убегая, ползут под откос. Их зинг и стоит на осенней дороге у колодца распятый Христос. Он меня посмотрел так внимательно и запел: на башне бьют куранты, уходят музыканты, их зинг и елка догорела до конца. Он на меня еще так смотрит так внимательно и запел: только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить. Я, их зинг, только раз в осенний хмурый вечер мне так хочется любить. Теперь уже я на него посмотрел внимательно. Он говорит: а почему вы так внимательно на меня смотрите? Я говорю: потому что это не ваш романс, но вы его написали. So, genau, das heißt, der Wertinski begann. Das heißt, die ersten zwei Strophen waren immer von Wertinski und die letzten drei und vier waren von ihm. Und dann hat der Wertinski ihn immer wieder aufmerksam angeguckt und beim dritten Lied hat er den Wertinski aufmerksam angeguckt und Wertinski fragte: Wieso schauen Sie mich so an? Und er sagte: Das ist aber nicht von Ihnen der Romanze. Я сказал, говорю, это же слова, вы всегда пишете и музыку, и слова, а это слова Павла Германа, а музыка Бориса Фомина. Ну, он, Александр Николаевич, сказал, говорит: это, я себе это позволяю, я музыку пишу даже на стихи Ахматовой, и я, когда мне очень что-то нравится, то я пою и других авторов с большим удовольствием. Genau, der Wertinski, wenn es ihm ganz, ganz gut welche Gedichte gefallen haben, hat dazu auch die Musik geschrieben. Das wäre eigentlich ein Kompliment für die Dichter, die die Texte geschrieben haben. Und so hat er auch erklärt, dass wenn ich irgendwas für toll empfinde, dann schreibe ich dazu auch die Musik. Он говорит: ну, давайте теперь продолжим мои, продолжим. Я все-таки проверю. И запел: молись, кунак, стране чужой, молись, кунак, за край родной. Я продолжил: молись за тех, кто сердцу мил, чтобы Господь им сохранил. Он совсем удивился, абсолютно. Это редкая его песня. И, наконец, он даже не запел, а сказал: здесь шумят чужие города, здесь чужая радость и беда. Я сказал: здесь живут чужие господа, мы для них чужие навсегда. И сейчас скажу, Александр Николаевич, ну, я не вру, честное слово, я увидел у него влажные глаза. Он встал, обнял меня за плечи
и сказал: «Юноша, я вас трижды по-русски поцелую». So. Dann hat der Wertinski ein Lied angefangen und das war ein ganz, ganz seltenes Lied. Er hat aber auch weiter gesungen und danach sagte Wertinski, das ist aber auch ein sehr seltenes Lied und Sie kennen das. Und beim vierten Lied, also beim letzten, hat er nicht mehr gesungen, sondern gesprochen. Es handelt sich, das hier ist alles fremd. Er hat es ja wieder fortgesprochen. Ja, und hier die alle Herren sind auch uns fremd und verstehen uns nicht. Daraufhin hat er gesehen, dass Wertinski Tränen in den Augen gehabt hat. Hat ihn umarmt und hat ihn dreimal geküsst. Вот такой был наш ужин. Потом он второй раз попросил официанта сосиски с капустой. Второй раз попросил, он ел с большим удовольствием. Сейчас, теперь еще маленькая деталь. Почему он приехал? Сталин ненавидел эмиграцию. Для него все были враги. Вертинского он пустил безоговорочно. Приехать в 43-м году. В народе шел слух, что у Вертинского, когда он жил до Шанхая в Харбине, была явка конспиративная для советских разведчиков. Я спросил: «Александр Николаевич, а правда, что вы, у вас была квартира для советских разведчиков?» Он сказал мне: «Юноша, я на эти темы не разговариваю». So, nachdem er noch einmal Würstchen mit Kraut bestellt hatte, da entstand die Frage, da Stalin zutiefst die Immigration gehasst hat, aus welchem Grund hat er Wertinski nach Russland eingeladen? Es gab Gerüchte, dass in Harbin, Harbin hatte Wertinski eine Wohnung, wo Safe House für russische Geheimdienstler. Und er hat ihn gefragt, ist das wahr? Wertinski antwortete, auf dieses Thema spricht er nie oder nicht. И я все-таки узнал правду. Моя двоюродная сестра Лена Тумаркина была журналистка, прикрепленная к Большому театру Союза СССР. Она была любовницей, одной из любовниц сына Сталина Василия. Однажды Нелли мне сказала, Василий со своим другом Всеволодом Бобровым ко мне заезжают, там, на чашку кофе или рюмку водки, не знаю, сделай вид, что ты случайно зашел, и ты с ними познакомишься. Я зашел, заехал, познакомился с сыном Сталина, и за столом я рассказал о том, что я Вертинского спросил в отношении Харбина. Он мне сказал, да, это было. Иначе бы отец мой его не пустил. Поэтому это действительно так и было. У Вертинского была явка для наших родителей. Okay. Die Geschichte folgende. Er hatte eine Cousine. Und diese Cousine, die war einer der Geliebten von dem Sohn von Stalin, Vassili. Und dieser Vassili ja, besuchte manchmal seine Schwester und einmal hat er besuchen wollen, also hat sie angerufen oder was auch immer, hat er gesagt, dass er vorbeikommt und die Schwester hat ihn angerufen und sagte, komm doch bei mir vorbei, als du zufällig vorbeikommst, ich werde dich also bekannt machen. Und als er da war, hat er über Wertinski gefragt, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Vassili meinte, ja, das ist die Wahrheit.
sonst würde sein Vater, also der Stalin, ihn nicht nach Russland ziehen lassen. So. Я, конечно, не певец после таких певцов, особенно после Светланочки, которую я влюблен вот так. Вот, да. Я не певец, но мне бы хотелось, очень хотелось хоть какой-то наговорить, почти спеть. У меня со связками плохо вдруг. Ну, пусть плохо, разрешите, я спою песенку Вертинского. Das braucht man gar nicht zu übersetzen. Er möchte jetzt singen. Abends auf dem Friedhof krabbelt ein kleines Mädchen, das keine Beine hat. Tagsüber rollt es auf den Straßen und jammert leise vor sich hin. Nachts versteckt es sich im Gras und schläft zwischen den Gräbern. Eines Nachts träumt es, dass der liebe Gott bei ihm zu Besuch war und ihm neue Beine als Geschenk mitgebracht hat. Lieber, lieber Gott, das ist doch keine Mühe für dich, diesem kleinen Mädchen, während es schläft, neue Beinchen zum Frühling zu schenken. Ja, wir singen diese Lieder. А их не ткан, а их шпиль. На кладбище строгое, только лишь месяц взойдет, крошка малютка безногая, пыльной дорогой ползет, днем по канавкам валяется. Что-то тихонько скулит, ночью в траву забирается, между могилками спит. Пыльной, забытой дороженькой между лохматых могил добрый и ласковый Боженька нынче во сне приходил. Ноги большие и новые ей подарить обещал. Ах, колокольцы лиловые тихо звенели. Боженька, ласковый Боженька, что ж ты не можешь к весне глупой и слабой без ноженьки ноги приклеить? Во сне. Jahre lebte er nach seiner Emigration in der Heimat. Er wollte nicht zu Hause sterben, wollte nicht, dass seine kleinen Töchter und seine Frau das sehen, wie es mit ihm zu Ende geht. Am 21. Mai 1957 in Leningrad
bereitete sich Wertinski auf ein Konzert vor. Er sprach wenig, war zurückhaltend. Er war in seinem Zimmer im Hotel Astoria, als er einen Herzinfarkt erlitt. Es waren keine Medikamente zur Hand. Wie sich später herausstellte, hätten sie auch nicht geholfen. Bis zum heutigen Tag zählt Wertinski zu den größten russischen Chansonniers des 20. Jahrhunderts. Seit 1982 gibt es sogar einen nach ihm benannten Asteroid, 3669 Wertinski. Zum Schluss unseres Abends singen Svetlana Pandletskaya und Sergei Iwanow in Begleitung von Jekaterina Medvedeva eines der berühmtesten Wertinski-Lieder. Madame, schon fallen die Blätter. Madame, уже падают листья. Am sonnigen Strand im Juni machte mich verrückt ein Mädchen in ihrem blauen Pyjama. Das Mädchen, verwöhnt und verspielt, hartnäckig, sanft und eifrig, summte ich ihr traurig zu. Madame, alle Lieder sind schon gesungen. Ich habe nichts mehr zu sagen. In solch einem magischen Sommer quälen Sie mich nicht so lange. Ich warte auf Sie, Sie, mein blauer Traum. Ich sterbe im Liebesfeuer. Wann sagen Sie endlich mir das Wort? Wann kommen Sie endlich zu mir? Sie schaute mich verspielt an und sagte nebenbei, der Ruhm hat Sie so verdorben. Na gut, ich werde kommen. Warten Sie auf mich. Als der Strand im Oktober geleert wurde, fragte ich sie wieder. Madame, die Blätter fallen schon, der Herbst liegt schon im Sterben und ich warte und warte und warte die ganze Zeit auf Sie. Wann kommen Sie endlich zu mir? Und sie, müde, nach unten schauend, flüsterte, als wäre sie irreführend. Ich habe Sie zu lange gewollt. Ich werde zu Ihnen niemals kommen. На солнечном пляже в июне в своих голубых пижамах девчонка-звезда шалун, она меня сводит с ума под синий берцес одеяла на желтом лимонном песке настойчиво лежит и пьяно я ей в тоске. Мадам, уже песни пропеты, мне нечего больше сказать. Я волшебное лето, не надо так долго терзать. Я жду вас, как сна голубого. Когда придете ко мне? И взгляд опускаю лукаво, роняет она на ходу. Вас слишком испортила слава. А впрочем, вы ждите, приду. Прощались со мной на заре, и вот уж совсем не знаю.
надежда. Я ей говорил, господи, когда же говорил, в октябре. Мадам, уже падают листья, и осень смертельно бреду. Уже виноградные кисти желтеют в забытом саду. Я жду вас, как сна тупого, я гибну в осеннем огне. Ну когда же вы скажете слово? Ну когда вы придете ко мне? И взгляд, пускай я устал, шепнула она, как приду. Я вас слишком долго желал, я к вам никогда не приду.